Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen wieder hier zurück bei mir Andi auf Game & Rome mit unserer neuen Weihnachtsaktion, dem Adventskalender 2020. Ja, hier ist das einfach ein digitaler Online-Kalender, in dem jeder mitmachen kann. Und ja, demzufolge wollte ich das Ganze hier mal ein wenig ankündigen, anteasern, um euch das Ganze mal etwas näher zu bringen. Wer Game & Rome schon etwas länger kennt, der wird den Adventskalender definitiv aus dem letzten Jahr kennen, den wir dieses Jahr definitiv überholen konnten, was den Wert angeht. Dafür nochmal Danke an alle Sponsoren, also einen richtig fetten Dank. Ja, wo fange ich eigentlich an? Was soll ich euch zeigen? At first, I want to say, ich möchte euch gerne sagen, wer Bock hat, wirklich richtig, also wirklich richtig, richtig zu schauen, was ich dieses Jahr dabei habe. Ihr könnt auf unserem Discord-Server join. Der ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr natürlich schauen, was es überhaupt dieses Jahr alles zu gewinnen gibt. Ne? Das wurde irgendwie durch einen kleinen Wichtel aus der Wichtelwerkstatt, aus der Weihnachtswerkstatt, irgendwie geleakt. Aber es gibt ja immer einen Leaker. Also von daher, joint auf unserem Discord. Die Einladung bzw. den Einladungslink findet ihr unten ganz einfach zum Anklicken hier in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten sage ich euch gleich mal vorab, bevor ich euch die ganzen Sachen zeige, was es hier gibt, sage ich euch gleich, die Teilnahmebedingungen sind natürlich wieder immer so gestrickt, dass wir auch was davon haben, beziehungsweise ich. Von vornherein ist gesagt, dass hier dieser Artikel oder dieser Kalender Artikel beinhaltet, die ich zu 100% gesponsert bekommen habe. Nichtsdestotrotz übernehme ich keine Haftung für den Versandweg und so weiter. Ne? Also wenn die Dinger bei euch irgendwie nicht ankommen, beziehungsweise kaputt ankommen, kann ich euch nichts Neues schicken. Das Ganze ist ein Hobby. Und ich würde mich dann endlose Kosten stürzen. Ja? Dafür bitte ich gleich von vornherein um Verständnis. Bitte nehmt das auf und brennt euch das irgendwie ins Großhirn rein. Ja, also ich kann dafür keine Haftung tragen. Das ist aber auch in den Teilnahmebedingungen verankert und ist gesetzlich völlig okay. So, ja, der Rechtsscheiß muss sein, was wir machen. Ne? Ja, wo fangen wir eigentlich an? Ja, okay, ich greife jetzt einfach mal hier in den Haufen rein. Iron Harvest. Habe ich hier gerade liegen. Iron Harvest ist ein bekanntes PC-Game. Ja, ein Strategiespiel, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat in der Bewertung. Und meines Erachtens nach eines der besten 2020 erschienenen PC-Spiele überhaupt. Also Strategiespiele. Und dazu gibt es von Iron Harvest noch die Eisenhandsfigur. Dann könnt ihr mal schauen. Ne? Ist eine Sammelfigur, eingeschmeißt, ne? Und macht richtig was her. Gesamtwert hier von dem Paket mindestens 60 bis 80 Euro, weil die Figur alleine schon für 40 bis 50 Euro gehandelt wird. Also ist schon nice. Ne? Aber im Endeffekt, wie gesagt, macht das richtig, richtig Bock. Also ich habe es gern gespielt, beziehungsweise spiele es immer noch gern. Dazu erstmal, ja, so viel. So, okay. Erstmal zur Seite legen. Und dann gehen wir weiter. Nehmen wir mal den Cable Guy. Cable Guy ist eigentlich eine ganz geile Sache. Das ist von der Firma EXG gesponsert. Und das Ganze hat eigentlich, ja, hier so ein Cable Guy, so ein Halter. Warte mal, ich versuche das mal irgendwie ein bisschen gegen das Licht richtig hinzukriegen. Ne, Call of Duty Variante ist das. Da könnt ihr euren Controller reinlegen und habt den halt immer griffparat. Ne? Ist auch eine ganz schöne Sache. Ich habe mir im Umkehrschluss den Fallout Boy gesichert, weil Fallout bin ich einfach ein riesen Fan von und den werdet ihr nicht gewinnen können, weil irgendwas muss ich ja auch davon haben. Und der gehört mir. Definitiv. Ich bin so ein Fallout-Fan, den werde ich nicht verlosen. So, das haben wir. So, gehen wir mal weiter. Ja, gehen wir mal hier das ganze Spielpaket durch. Hoppala. Oh, das sind so viele, die wollen mir gleich aus der Hand fliegen. Wartet, wartet, wartet. Und ich bitte die Kopfbedeckung zu entschuldigen, aber es soll ja passen. Ne? Wie gesagt, wir haben ja die Adventskalenderaktion 2020. So, warte mal, noch ein bisschen drehen. So, habt ihr alles gesehen, außer das Wort Kalender. Aber ich glaube, mit ein wenig Hirnschmalz sollte das zu ergänzen sein. Fangen wir erstmal an. Switch haben wir dabei. Untitled Goose Game. Das ist halt Tatsache, ja, so wie es klingt. Wir spielen hier eine Gans. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt, hatte ich nie als Testbericht. Aber ich wünsche demjenigen, der es gewinnt, viel Spaß damit. Wasteland 3. Ein wirklich geniales Zocker-Game. Also es macht echt Spaß. Also wer Bock hat, einfach mal Wasteland 3 googeln. Ist für PC dabei. Ne? Wenn ihr wissen wollt, wann die Games kommen, auf den Discord join. Wie gesagt, Discord-Link ist unten verlinkt. Dann haben wir hier für PS4 The Elder Scrolls Online Greymoor das Ultimative Packet. Ja, also natürlich für alle Leute, die ins Spiel einsteigen wollen oder bereits dabei sind, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, hier alles zu haben. So, das zur Seite gelegt. Ach, Man Eater. Zum Man Eater, warte mal, irgendwo lag hier noch eine Blu-ray, genau. Haben wir quasi so ein Koop-Bundle.
Halte ich mal so entsprechend hoch. Ja, durch den Greenscreen im Hintergrund, ne, durch das Herausfiltern könnt ihr es nicht richtig sehen. Ist aber ManEater für die PS4. Und dazu der Film Shark Kansas. Also ein richtiger Trash-Film. Aber hier hat sich der Sponsor einfach gedacht, dass die ManEater Day One Edition sehr, sehr gut mit diesem Trash-Film zusammenpasst. Rein thematisch ist es ja auch so. Also kann man gar nichts Verwerfliches dran finden. Fände ich ein schönes, geschnürtes Paket. Werdet ihr auch in einem Türchen finden. Dirt 5. Ja, wer schon auf meinem Channel war, beziehungsweise auf der Webseite, ne, da wird das Grün wieder rausgefiltert. Ja, es steht oben Xbox drauf. Könnt ihr Tatsache auf der neuen Xbox spielen. Also ist schon für die Xbox Series X geeignet. Von daher könnt ihr Dirt 5 auch schon auf der neuen Xbox spielen, wenn ihr Bock habt. Geht aber auch auf der One. Also von daher, Dirt 5, mega geiles Rennspiel. Hatte sogar am Test. Macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ist nicht so ein krankhaft realistisches Rallye-Game, sondern kann auch derjenige spielen, der einfach bloß ein bisschen Bock auf Rennen haben, hat. Ja, ihr wisst schon. Ride 4 verhält sich genauso. Auch wieder ein Xbox Series X Game. Kann aber auch auf der Xbox One gespielt werden. Ride 4 ist halt, ja, wer es vielleicht kennt, motorradlastig. Also ihr fahrt hier mit einem Motorrad, mit einem Superbike durch die Gegend. Ne? Ja, auch wieder schwer zu erkennen durch den grünen Filter im Hintergrund. Macht sich bei Xbox-Spielen immer sehr schlecht oder sehr schön. Ne? Aber ist halt so. Ist auch dabei. Zwischendurch will ich mal die schlechte Kameraqualität ein bisschen entschuldigen. Wie gesagt, ich verdiene mit der Webseite gar nichts mit dem Channel. Es ist hier alles Goodwill. Es ist alles zwar gesponsert, aber ich verdiene trotzdem kein Geld damit. Und von daher konnte ich mir noch keine neue Webcam leisten. Also wer Bock hat, spendiert mir bitte eine gute Webcam. Weiter geht's. Xbox One, nur Xbox One. Michael Schumacher Edition. Ja, das ist die quasi Deluxe Edition von Formel 1 2020. Ja, und ich glaube, die beinhaltet irgendwie was mit Michael Schumacher, würde ich mal tippen. Ich habe zwar F1 2020 auch getestet, angezockt, macht mega Spaß, so ist es nicht. Aber was jetzt letztendlich hier in diesem Inhaltspaket auftaucht, kann ich euch gar nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz ein besserer Grund für euch, dieses Spiel zu gewinnen. Ne? Dann findet ihr es nämlich selber heraus. Xbox One F1 2000 Deluxe Edition 2020. So, dann zähle ich euch mal ganz kurz auf, was ich jetzt hier noch nicht hatte. Wir haben ja nicht nur Retail-Versionen, also Versionen, die ihr wirklich nach Hause geschickt bekommt, sondern wir haben natürlich auch viele Keys. Ja, und da unter, achso, na, das will ich gar nicht vergessen, die Mario-Tasse haben wir noch dabei, Game-Over-Tasse, Tag 2. Okay, hatten wir. Dann haben wir Need for Speed Hot Pursuit Remastered für Xbox One. Na, da gibt es einen Key rausgeknallt. Trine 4 PlayStation-Key knallen wir raus. Dreimal The Guys PC-Key knallen wir raus. Dann haben wir hier noch Trine 4 Switch knallen wir raus. So, das kennt ihr alles. Xbox Merch-Paket von Halo 5 kommt noch rein. Da konnte ich noch nicht wirklich ein Paket oder beziehungsweise ein Bild anfertigen für den Kalender. Weil ich will nicht irgendwas hochladen, was ihr nicht selber sehen könnt, sondern nur das, was ich wirklich da habe. Aber das kommt nächste Woche rein, wurde mir von den Sponsoren versprochen. Xbox Merch Paket Halo 5 ist dabei. Dann haben wir Larry PC Key. Larry kennt wohl der eine oder andere von euch versauten Hunde da draußen. Ja, also Larry kommt auch. Dann haben wir Need for Speed Hot Pursuit Remastered für PC auch noch dabei. Dann kommt noch Trine 4 für Xbox und PC als Key. Und dann lass mich ganz kurz gucken. Und dann kommt noch ein PS5-Paket mit Headset, Twin Charge und einem USB-Kabel, aber ohne Konsole. Ne? Also hier haben wir wirklich ein reines Hardware-Paket für die PlayStation 5 von euch im Gange. Ja, und ich würde mal sagen, wir haben noch Tony Hawk Pro Skater, sehe ich hier als Retail, kommt aber auch erst nächste Woche reingeflattert. Call of Duty, Black Ops Cold War für PS4 als Retail-Version, also richtig CD nach Hause. Ne, kommt auch reingeflattert, also das ist noch zu berücksichtigen. Crash Bandicoot für PC, für PS4 kommt auch reingeflattert. Das darf man auch nicht vergessen. Jo, was sind denn jetzt so unsere Leckerbissen, die ich noch da habe am Startski? Das ist auf jeden Fall von Epos Sennheiser gesponsert. Das GSX 300, oh ne, kriegen wir das am besten jetzt hier ins Bild. Ein bisschen weiter weg, ne, oh. Ja, das ist halt, ne, das Manko einer guten Ausleuchtung. Kriegen wir es irgendwie geschissen, ey. Also wenn ich einfach mal, also warte mal, so so kann man sehen, Tatsache. GSX 300, das ist einfach eine externe Soundkarte, die euer Soundempfinden deutlich verbessern kann. Also wer in seinem, ja, in seiner Onboard, in seinem Onboard-Sound wirklich noch Defizite sieht, kann sich mit diesem Ding deutlich verbessern. Ich habe selber angeschlossen. Schade ist, das könnt ihr auch im Testbericht von gameodom.de nachlesen, weil ich habe das Ding schon auf Herz und Nieren getestet.
Ihr kriegt auch quasi den Test-Dummy, ne, von mir. Ist einfach, dass du hier keine USB-Geräte anschließen kannst. Ja, du kannst nur ein Klinke-Headset und ein Klinke-Mikrofon anschließen. Was ich halt persönlich nicht so gut fand, weil mein Yeti hier ein USB-Mikrofon ist, was auch echt geil ist, aber kann man daran einfach nicht anschließen. Ne? Und ja, das ist das einzige Manko. Also, wer Bock hat, hier mitzumachen, macht mit. Knall ich euch gerne diese externe Soundkarte in der Snow Edition raus, also in der weißen Edition. Davon gibt es nämlich noch eine schwarze. Kann man das irgendwie, ey, kann man das nicht irgendwie mal sehen, Alter? Warte mal, ich mach mal hier so ein bisschen Schatten drüber. Das funktioniert tatsächlich. Ja, da könnt ihr das so ein bisschen sehen. Ansonsten einfach mal auf gameundrom.de schauen. Einfach mal in die Suchleiste GSX 300 eingeben, da könnt ihr es sehen. So, und dann kommen wir zu unserem Leckerbissen. Das ist auch von Epos Sennheiser gesponsert. Und zwar haben wir das GSP 300 aus der Gaming Series Reihe. Das ist ein schönes Headset. Ne? Ja, natürlich werden hier auch wieder Blau- und Grüntöne rausgefiltert, aber damit müssen wir jetzt leben. Ne? Schön eingepackt. Ich werde es jetzt nicht auspacken, weil ich darauf A keinen Bock habe und das jetzt unnötig ist. Aber ihr könnt hier wirklich noch ein astreines Gaming-Headset für die Mittel-High-Class gewinnen. Also, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Und ja, da freut euch, das kann ich auch schon mal leaken. Am 24.12. wird das kommen. Ja, ich würde sagen, wir haben alles. Vielleicht habe ich noch ein, zwei Sachen vergessen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich alles vorgetragen. Ich bitte um Entschuldigung, ja, falls es wieder hier irgendwelche Aneckungen gibt. Ja, oh, man muss so viel machen, alles so kompliziert. Hey Leute, ich verdiene mit diesem Gewinnspiel, mit dieser Verlosung keinen Cent. Es ist alles, ich gehe ganz normal arbeiten, wie ihr auch, ne? Und ich bin nicht multimediareich, bloß weil ich einen YouTube-Kanal habe und eine Webseite, sondern ich habe das alles über Jahre aufgebaut und habe mir da so als Influencer einen kleinen Namen gemacht und verdiene damit einfach mal null. Ja, außer die Games, die ich halt zum Testen erhalte, ne? Aber hier kommen keine mega 1000 Euro im Monat rein, ne? So, erstmal so viel dazu. Wenn irgendwas halt nicht hinhaut, ne? Dann seht mir das nach. Also, wir haben alles da, was verlost wird, alles ist definitiv da. Sollten aber irgendwelche Sachen kaputt ankommen oder auf dem Gewinnweg, also hier so ein Sennheiser werde ich natürlich versichert verschicken, das ist logisch. Aber ich sag mal, so ein Game hier für 10 Euro werde ich nicht versichert verschicken. Wenn das bei euch nicht ankommt, dann seid mir nicht böse, ne? Wir können dafür keine Haftung übernehmen. Ist aber alles in den Teilnahmebedingungen verankert. Ja, kommen wir mal zu den Verankerungen. Die Teilnahmebedingungen selber sind, dass ihr diesen YouTube-Kanal definitiv für eine Teilnahme abonnieren müsst. Wenn ihr bereits Abonnenten seid, dann müsst ihr diesen Kanal teilen und den Hashtag Gamodrome XMass 2020 verwenden, damit ich eure Teilung überhaupt nachvollziehen kann. Damit ich wirklich sehen kann, hey, okay, cool, der ist Abonnent, hat es aber trotzdem geteilt. Ne? Die Art des Social Media Networks ist mir dabei völlig egal. Ne? Hauptsache, ihr teilt das Ding, wenn ihr bereits Abonnent seid. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, ist das eh für euch erledigt. Einfach ein Abo reinknallen. Da muss man natürlich darauf achten, dass das Abo öffentlich ersichtlich ist, damit ich überhaupt sehen kann, wer mich abonniert hat und du im Endeffekt auch in der Verlosung landest. Notfalls kannst du mir auch noch eine E-Mail schicken an andy@gameodrome.de. Ja, der eine oder andere von euch kennt schon diese E-Mail-Adresse. Einfach zur Sicherheit, damit du nicht untergehst während der Verlosung, weil das wäre echt schade. Ja, dann fällt noch auf, warte mal, also YouTube haben wir damit abgehakt. Achso, Facebook-Fanpage, genau, das wollte ich noch. Facebook-Fanpage müsst ihr definitiv liken und den Beitrag, der ja morgens immer um 7 Uhr bei Facebook auftaucht, also die Fanpage müsst ihr liken und dann müsst ihr diesen Beitrag, der morgens halt immer um 7 erscheint zum entsprechenden Türchen, an zwei Freunde oder mit zwei Freunden teilen. Und hier auch wieder den Hashtag Gamodrome XMS 2020 verwenden. Ja, und mehr ist das gar nicht. Viele Leute, die noch richtig Bock haben, noch ein extra Los zu kassieren, hinterlasst mir einfach ein Instagram-Follow. Ne, und ja. Ja, die Verlosung selber findet folgendermaßen statt. Wenn das Türchen veröffentlicht wird, an dem Tag, sagen wir jetzt mal am 1., ne, dann habt ihr die Möglichkeit, ab 7 Uhr morgens teilzunehmen, bis zum Folgetag, also bis zum 2.12., bis 15.30 Uhr. Innerhalb der halben Stunde werde ich per Losverfahren den Gewinner ziehen. Oder die Gewinner, wenn es mehrere Preise an einem Tag zu gewinnen gibt, was nämlich auch der Fall ist in diesem Kalender. Und ja, werde euch benachrichtigen. Ich werde an jedem Montag losziehen, also quasi, ne, an jedem Folgemontag losziehen zur Post mit so einem kleinen Weihnachtssack und die Sachen wegbringen. Ja, vielleicht mache ich daraus sogar eine kleine Videoaktion, ne, wie der Andi halt seinen Geschenkesack abgibt. Okay. Ja, nichtsdestotrotz
Habt Nachsicht, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe. Das sollte hier ein reines Ankündigungsvideo sein. Der letzte Adventskalender ist mega gut gelaufen. Also freue ich mich dieses Jahr auch wieder auf Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen, die mitmachen. Also haut rein, macht mit und lasst euch von den Teilnahmebedingungen nicht abschrecken. Wie gesagt, ich verdiene rein gar nichts und irgendwas muss ich davon auch haben. Also bevor die große Meckerei losgeht, mal drüber nachdenken, was man hier eigentlich organisiert und was ich Gutes für euch mache. Da ist ein Abo oder mal so ein Follow, glaube ich, gar nicht so schlimm. Gut, Leute. Ich wünsche euch viel Glück, drückt euch richtig die Daumen, habt Spaß bei dieser Aktion, seid dabei, verfolgt sie und ja, ich hatte richtig Stress, das ganze Ding vorzubereiten, aber das ist jetzt geschafft und ich freue mich mit euch durch diese Verlosungszeit, Verlosungsmonat zu gehen. Ja, hinterlasst das Abo, vergesst das nicht, aktiviert die Glocke, um jedes Video zu erhalten, joint auf den Discord-Server, um zu sehen, was an Preise verlost wird und das war's, würde ich sagen. Bleibt natürlich gesund. Viel, viel Spaß bei dieser ganzen Aktion. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, ne? Und alles Gute an euch. Tschüss.